Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie alle sehr herzlich zur heutigen Plenarsitzung. Dritter Plenartag. Ist die Stimmung immer besonders gut. Das Haus ist beschlussfähig. Es sind noch einige Tagesordnungspunkte offen. Das brauche ich nicht im Einzelnen aufzuführen. Ich möchte Sie noch darauf in Kenntnis setzen, auf Wunsch der Fraktion der FDP, der Top 26, Dringlicher Antrag der Fraktion der Freien Demokraten betreffend Sicherung und Weiterentwicklung der Berufseinstiegsbegleitung, nicht nach dem Top 65 aufgerufen wird, sondern wieder die Tagesordnung eingereiht wird. Was immer das sein mag, ihr habt es zur Kenntnis genommen. Zum Ablauf der Sitzung. Meine Damen und Herren, entweder leiden wir oder Sie leiden, da unten können wir auch mal machen. Wir tagen heute bis zur Erledigung der Gesetzeslesungen. Mittagspause eine Stunde, vielleicht mal mittags. Wir beginnen mit den aktuellen Stunden, Top 61 bis 66. Danach geht es mit 46 weiter, dem Setzpunkt der Fraktion der AfD. Nach der Mittagspause folgt dann Setzpunkt der Fraktion der FDP. Es fehlen heute entschuldigt die Frau Abg. Fissmann, SPD, der Abg. Karl-Hermann Bulldorf, AfD, der Abg. Dirk Graf, AfD, Abg. Frank Diefenbach, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Der Ministerpräsident ist in der Zeit von 11 bis 17 Uhr entschuldigt. Das waren die Entschuldigungen. Gibt es weitere Entschuldigungen? Bitte sehr, Kollege Bellino. Herr Präsident, ich darf die Abg. Müller-Klepper krankheitsbedingt entschuldigen. Vielen Dank. Die Abg. Müller-Klepper, das halten wir im Protokoll fest, ist entschuldigt. Wir haben heute auch einen Geburtstag. Unsere Kollegin Christiane Böhm von der Fraktion DIE LINKE hat heute ihren Geburtstag und freut sich, das gemeinsam mit uns begehen zu können. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute. Meine Damen und Herren, beruhigen Sie sich wieder. So, ich habe noch mitzuteilen, wir haben auch Sportereignisse. Und zwar die Kollegin Miriam Dahlke von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und die Martina Feldmeier von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN haben am Wochenende am Frankfurt-Marathon erfolgreich teilgenommen. Herzlichen Glückwunsch. Eine große Leistung, wie mir gesagt wurde, hin und zurück. Alle Achtung. Dann haben wir noch zum, meine Damen und Herren, zum Fußball. Lieber Wolfgang Decke, unsere Landtagself ist auch in dieser Woche ungeschlagen geblieben. Wir haben nämlich nicht gespielt. Und das sollte man vielleicht für die Zukunft, da sind wir öfters ungeschlagen. Der Eintracht gratulieren wir zu einem, nennen Sie, hört zu, 2-1-Sieg in St. Pauli. Abends unseren Bayern nachgemacht. Die haben gezeigt, wie das geht. Und ich bin gebeten worden von Kollegen, die nicht namentlich genannt werden wollen. Das ist der Kollege Uwe Serke und auch der Innenminister. Ich soll mal, da wir ja sehr neutral hier sind, darauf hinweisen, dass Borussia Mönchengladbach auf dem ersten Platz stehen würde der Bundesliga. Beifall des Abg. Serke, bitte ich mal festzuhalten. Das ist erstmalig seit 1977. Da war die Mannschaft noch Fohlen 11. Das sind heute ältere Ackergäule. Und wir wünschen Borussia Mönchengladbach alles Gute, dass es nicht einmalig bleibt.
Und wir wünschen auch euch alles Gute. Ihr seid Exoten in diesem Hause, aber ihr wisst, ihr könnt auf unsere Unterstützung setzen. Allen hessischen Vereinen wünschen wir für die Zukunft alles Gute und natürlich unseren Bayern auch. Vielen Dank. Ja, ja. Der Beifall wird von Sitzung zu Sitzung größer, merke ich. Und deshalb wollen wir den Punkt jetzt abschließen.